Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill. Und genau, liebe Leute, ja, wir waren ja in der letzten Folge, das war ja ganz schön aufregend. Also wir haben zur Leuchtung gegangen, haben da Alessa kurz gesehen, sind wieder zurück, sind in den Vergnügungspark gelangt und haben da, ja, Sybil getötet, weil sie scheinbar irgendwie, wie nennt man das? Weil sie schon irgendwie von Dämonen irgendwie besessen war oder so. Und ja, Sybil ist leider nicht mehr. Und wir haben Dahlia und Alessa gesehen. Und die sind aber auch weg und sind jetzt wieder bei Lisa angekommen, im Krankenhaus irgendwie. Aber auch irgendwie nicht, weil das Gebiet hier heißt Nowhere, also nirgendwo. Das Nichts quasi. Und ja, wir müssen uns jetzt auf die Suche tatsächlich von allen machen im Prinzip, ne? Von allen. Und ja, das ist jetzt gerade, wir haben keine Karte von diesem Ort. Das ist jetzt. Oh Gott, die Kamera! Was ist denn damit los? Oh Mann. I'm being summoned. What happened in this town? What could be making things like this? I have a feeling if I take the elevator down, I'll find it. Cheryl. Holy shit, ja. Das alles nur, weil man einen Unfall gebaut hat. Meine Güte, Harry. Also, du tust mir schon leid. Okay. Och nee. Och nee, jetzt nicht ehrlich. Wieder so viele Türen? Ich habe keine Landkarte von diesem Mann. Wir sind wieder in dem Krankenhaus. Ah, guck mal. Wow. Wir haben Munition gefunden. Okay. Alles klar. Perfekt. Alle Räume absuchen. Ganz dringend. Alle Räume absuchen, weil wir brauchen unbedingt Heilung, habe ich das Gefühl, ja. Oh mein Gott. Oh, alter Schwede. Oh, okay. Alle Räume. Boah, das ist gruselig gerade. Das Wort Verleg ist in die Tür eingeschnitzt. Okay, Verleg. Alles klar. Ach, guck mal. Eine alte Uhr. In ihrer Mitte befindet sich eine quadratische Öffnung. Der Zeiger der Uhr. Er ist ein Schlüssel. Ich komme nicht heran wegen des Uhrglases. Ach, okay. Und hier kann man speichern. Abudition, danke. Ja, danke. Mein Gott. Die kann man gut gebrauchen, glaube ich. Und Verbandskasten, jawohl. Das können wir ganz dringend gebrauchen sogar. Weil ich weiß nicht, wie lange diese Ampulle anhält. Die wir da geschluckt haben. Die. Der Effekt hält eine Zeit lang an. Ja. Sollen wir mal gucken, wie lange das hält, ne? So. Sonst gibt's hier nichts, sonst ist irgendwie. Wir müssen irgendwie an diese Uhr drankommen. Okay. Klar. So, kommen wir da nicht irgendwie dran an den Schlüssel? Können wir das nicht irgendwie kaputt hauen? Wegen des Uhrglases. Oh, meine Katze ist gerade hier. Können wir das nicht irgendwie kaputt hauen? Mit der Axt oder so. Können wir das nicht kaputt. Ne, macht er nicht. Wir brauchen irgendwas. Wir brauchen irgendwas anderes, okay. Der Hammer vielleicht? Oh, da unten ist so ein Quadrat. Okay. Ja, das ist gerade echt ein bisschen komisch, ne? Hau drauf, oder? So. Okay, dann nicht.
Okay, Zombies. Hier sind wieder die Krankenschwester-Zombies. Boah, die sind schneller geworden, habe ich das Gefühl. Wow. Die sind echt schneller geworden. Alter Schwede. Ja, komm her. Komm her. Oh, weg mit dir. Der Hammer ist so gut gegen die. Abgeschlossen. Okay, wegen des Uhrenglases. Wartet mal. Ich habe irgendwie das Gefühl... Das haben wir auch nicht gemacht, ne? Das Videoband. Ja, es sind noch so ein paar Sachen tatsächlich... Ja, weiß ich nicht. Küchenmesser. Schwierig damit zu kämpfen, aber besser als nichts. Geschlossen. Das Wort Ophil ist in die Tür eingeschnitzt. So, was haben wir hier noch? Ah, hier geht's runter. Nee, wartet mal, runter bin ich noch nicht, um ehrlich zu sein. Gehen wir hier. Okay, das Wort Hagit. Okay, das sagt mir alles gar nichts, muss ich ehrlich sagen. Aber okay, wir müssen scheinbar doch runter. Oh Mann. Okay, hier sieht es jetzt wieder normal aus. Stinkt normales Klassenzimmer. Okay, es scheint sich irgendwie zu vermischen. Die Traumwelt und die normale Welt. Oh mein Gott. Okay. Was? Nee, das ist die Schule. Hä? Das ist eine das ist aus der Schule. Leute, ich bin verwirrt. Hä? Ich bin verwirrt. Was ist das? Was ist hier los? Okay. Ein Schraubenzieher und eine Zange. Vielleicht? Ah, wartet mal, kann man damit vielleicht die Uhr aufmachen? Kann man damit vielleicht die Uhr aufmachen? Okay, ja. Alter, wie bescheuert. Wie bescheuert, Leute. Oh Gott, das ist verwirrend. Okay. Gut. So. So, schauen wir nochmal zurück. Das muss ja hier irgendwo sein, Hagit. Das Profil ist in die Tür eingeschnitzt. Okay. Wartet mal. Ist hier noch eine... Ne, hier ist ein Fenster. Ah! Oh, richtig, richtiger Mindfuck, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, diese Uhr. Ja, was ist denn jetzt damit? Ein Schlüssel? Da kommen wir nicht dran wegen dem Uhrenglas. Haben wir vielleicht irgendwas, was... Ah, wartet mal. Nichts von was? Nichts von diesem Zeug ist irgendwie brauchbar. Okay. Wie kriegen wir diesen Schlüssel? Wie kriegen wir diesen Schlüssel, Leute? Wegen dem Uhrenglas. In ihrer Mitte befindet sich eine quadratische Öffnung. Wartet mal, eine quadratische Öffnung? Schraubenzieher vielleicht? Nee, der ist ja rund. Nee, macht er nicht. Das macht er auch nicht. Eine quadratische Öffnung. Wir haben nichts Quadratisches. Versuchen wir das Messer. Ne, macht er natürlich nicht, ne? Aber hey, das sieht geil aus, Harry. Quadratisch. Puh, keine Ahnung, ich will den Schlüssel nicht irgendwie verpassen. Das sieht optional aus. Schieß mal drauf vielleicht. Nee, an den Schlüssel kommen wir nicht dran. An den Schlüssel kommen wir nicht dran. Irgendwie.
Ja, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Okay, gut. Dann gucken wir noch mal weiter. Verleg, okay. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Oh, das ist widerlich, ey. Das ist echt widerlich. Okay. Gehen wir nochmal hier rein, aber es muss doch hier irgendwas geben, was wir da. Oh Gott. Was ist denn? Da ist ein Schlüsselwasserhahn. Aber ich bekomme ihn nicht heraus, wie stark ich auch ziehe. Mit der Zange, vielleicht. Mit der Zange. Sehr gut, ja. Okay, wunderbar. So, was ist das für einer? Schlüssel des Ophil. Okay, das ist jetzt geil, das Mini-Rätselchen. Okay, wir haben den Schlüssel des Ophil. Das heißt, wir können da weitermachen. Im Ophil-Raum. Die Frage ist, war das nicht hier? Nee. Das ist das Verleg. Ophil. Das ist nur abgeschlossen. Da. Schlüssel des Ophil. Okay. Ach du Scheiße, noch mehr Räume. Oh Gott. Schloss klemmt. Was ist das hier? Da kann man irgendwas eintippen. Okay, keine Ahnung. Ja. Okay, was ist das hier? Das ist eine Schiefertafel. Ach so, ja, haben wir schon gesehen. Okay. Wie sind wir hergekommen, bitte? Nee, da sind wir hergekommen. Okay, noch mehr Räume. Was gibt es hier für uns? Okay, ein Rätsel? Aha. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll, Leute. Ohne Witz. Ja, ist gut. Das ist ein Bogenschütze. Das ist ein Stier oder sowas. Das hier hinten ist ein. Das sind zwei Leute. Vier. Okay. Gucke ich mir später an. Ich habe keinen Hinweis. Okay, dann gucken wir uns dann weiter um hier. Meine Güte, ey. Das Schloss klemmt. Das Schloss klemmt? Okay, es kann sein, dass wir da weitermachen müssen. Ja, tatsächlich, oder? Die klemmen alle. Ja, alles klar. Dann gucken wir uns das noch mal an. So, okay, das ist einfach. Hier gibt's keinen Hinweis. Wir haben hier zwei Rätsel, aber irgendwie. Ja, Sternzeichen Waage. Okay. Aber. Keine Ahnung, ehrlich zu sein. Wir haben hier zwei Rätsel, weil an der anderen Tür haben wir auch noch ein Passwort. Wartet mal. Geh nochmal zu der anderen Tür da hinten. Das ist einfach Alphabet. Hat das irgendwas hiermit zu tun? LTARE. Probieren wir das mal. Ich meine, ich. Die ersten Buchstaben zum Beispiel.
Ah, wartet mal. Ein paar sind eingedrückt. Aber, nee, da tut sich nichts. Da tut sich nichts. Das ist doch nicht umsonst hier. Da ist eine Schiefertafel. Wartet mal. Ich meine, man kann ja, wartet mal. Diese Schiefertafel, diese Zahlen, die davor sind, was sagen die? Das könnte ein Alter sein. Ja. Das könnte ein Alter sein. Dass wir die vielleicht irgendwie ordnen müssen. Das gehört jetzt so, also das ist jetzt so meins Blaue. Also dann haben wir 18, 35, 38, 45, 60. Ich meine, das ist jetzt alles, alles ins Blaue gedacht. Es kann aber auch sein, dass wir die Initialen brauchen. A, L, L, F, E, C. Warte mal, ich mache mir davon mal ein Bild. Das ist mir jetzt zu blöd, ohne Scheiß. Da immer wieder drauf gucken zu müssen. So. Ich mache mir davon mal ein Bild. So. Gut. Das Bild habe ich jetzt gemacht. Mein Handy ist fast leer. Ich gleich mal aufladen. Gut. Wir machen mal AL. Dann das zweite war diese 35 LF. Dann die 38 EC. Okay. Dann 45. RT, oh, das ist ein Doppelname, RTM. Okay, und dann die 60, Trevor F. White, TFV. Ah, scheiße. Aber da tut sich nichts. Ja, ich habe jetzt zweimal drauf gedrückt, ne? Ich probiere mal nur die ersten Buchstaben. Also 18 ist ja Albert Loss, also A. Dann kam die 35, die Lydia. Dann kam 38, der Edward. Dann kam 45, Roberta. Und dann 60, Trevor. Oh, da tut sich was. Aha, okay. Okay. Es waren einfach die Anfangsbuchstaben in Alter. Ich glaube, dass es Alter ist. Auf jeden Fall von unten nach oben geordnet. Okay, sehr geil. Da bin ich jetzt wieder stolz drauf. Dass ich das hier direkt rausgefunden habe. Oh mein Gott. Okay, wir können hier rein. Was gibt's jetzt hier? Oh. Nichts Nützliches. Nee, hier liegt auch nichts rum irgendwie. Hier auch nicht. Nö. Okay, sonst gibt's hier gar nichts. Alles klar. Dann. Keine Karte, ne? Es ist. Echt ein bisschen. Oh, was ist das denn? Sudenstern oder was? Davidstern. Da ist ein Allo. Amulett von Salomon. Okay. Ein Amulett von Salomon. Was soll man jetzt damit anfangen? Okay, wow. Oh, was ist jetzt? Eine Cutscene, okay. Lisa, what's the matter with you? I get it now. Why I'm still alive, even though everyone else is dead. I'm not the only one who's still walking around. I'm the same as them. I just hadn't noticed it before. Lisa.
Stay by me, Harry. Please. I'm so scared. Help me. Save me from them. Please. Harry? Oh nein. Nicht Lisa. Lisa. Oh Mann. Ach Leute. Ja, wir haben Lisa verloren tatsächlich. Sehr, 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 sehr traurige Szene jetzt. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Warum ist sie der einzige ist der normale Mensch, der hier noch so irgendwie rumtüppelt? Ja, können wir noch mal zu ihr? Okay, da ist ein Buch. Da ist ein Tagebuch auf dem Boden. Ja, lesen wir mal. Bittet den Arzt, mich von der Pflege dieses Patienten zu entbinden. Es ist zu unheimlich. Noch am Leben, aber mit unheilbaren Wunden. Habe dem Arzt gesagt, dass ich kündige. Will nicht mehr in diesem Krankenhaus arbeiten. Oh, das ist von dieser, so ein bisschen von ihrem Inneren. Okay. Das Zimmer ist voll mit Insekten. Selbst bei geschlossenen Türen und Fenstern kommen sie herein. Zum Krankenhaus. Fühle mich schlecht, muss erbrechen. Aber nichts kommt heraus, erbreche nur Galle. Blut und Eiter fließt aus dem Wasserhahn in der Toilette. Oh. Ich versuche es zu stoppen, aber der Hahn lässt sich nicht zudrehen. Brauche Medikamente. Hilfe. Eieieiei, Lisa, Mensch. Oh Gott, also du warst eine richtig gequälte Seele. Ja, und jetzt ist sie fort. Einfach weg. Einfach weg. Oder ist sie hier hinten reingelaufen? Mensch, dieser. Sie ist weg. Ah, das ist traurig. Das ist gerade echt traurig. Ah, Leute, warum? Warum? Okay. Gucken wir uns weiter um. Auch wenn es gerade echt schwer fällt. Nee, hier sind wir hergekommen. Oh. Ja, danke. Ersetzt die Traummusik durch eine ekelhafte Scheißmusik. Ja, danke. So, hier ist dieses komische Rätsel, da haben wir immer noch keinen Hinweis für. Ach Leute, ich muss das gerade noch verdauen. Das ist traurig. Verdammt. Schloss klemmt. Klemmt. Ach Mann. Klemmt, okay. Sorry, das war gerade meine Katze, die will irgendwie gleich Futter haben. Gebe ich ihr gleich. Okay, was ist hier jetzt nochmal? Namen sind in alle eine Steinplatte gemeißelt. Die Liste von Sensenmann. Anzahl der Köpfe ist korrekt. Jung und alt in einer Reihe geordnet nach dem Lebensalter. Dann öffnet sich der Pfad, sie erwartend, der Aufschrei des Wahnsinns, das Fest des Todes. Ha,
Okay, hier war der Hinweis, falls wir das Rätsel da hinten nicht gelöst hätten. Okay. Aber ich habe es einfach so rausgekriegt, scheinbar. Okay. Ah. Ja, so, die ist abgeschlossen, ne? Geht's, die geht aber auf. Wartet mal, warte, das ist gerade ein bisschen laut. Okay, wartet mal, warte, ich muss gerade hier. Ach, das ist dieses Katzenspielzeug. So, Harry schaut sich um. Ah, okay. So, ja, was ist denn jetzt? Aber ich tue dieses Rätsel. Wartet mal. Wo kriegen wir den Hinweis dafür? Kriegen wir da irgendwo einen Hinweis? Weil ich kann auch nicht jetzt einfach wieder nach der Zahl suchen. Das ist ja beknackt. Namen der. Okay. Anzahl der Köpfe ist korrekt. Jung und alt in einer Reihe. Nee, das ist nur für das andere. Was muss man hier. Was muss man hier tun? Was muss man hier tun? Boah, das ist ekelhaft hier, dieser Raum. Hä? Wartet mal. Okay, da sind Numpads dran. Vier? Null? Zwei? Zehn? Okay. Hä? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich gerade echt nicht. ist gerade sehr mysteriös, das Ganze. Null. Oha. Warum steht da eine 4 dran? Wartet mal! Vier Beine? Oder was? Aber das hier hat ja auch keine Beine, also das kann es nicht. Wasser, Waage. Zwei. Zähl mal bitte die. Vier, acht. Gliedmaßen! Weil, wenn man da mal auf den Krebs guckt, es sind 10 Gliedmaßen. Genau, Gliedmaßen. Das hier sind halt, ja, zwei, weil es halt eine Waage ist. Fische haben keine Gliedmaßen, so wie ich das sehe. Genau. Okay. Und das hier hat 4 Gliedmaßen. Okay. Geben wir mal die Zahl ein. So, wie viele Gliedmaßen sind hier? Das sind vom Menschen 4 und 4 sind 8. So, 8. Okay, probieren wir das mal. 8. So, das hier sind 4, ne? Aber mach die Musik aus. Oder, nee, da ist noch eins. Das müsste eigentlich eine 5 sein. Ach, hört mal, da ist meine Uhr. Das probiere ich jetzt noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 8. Nee, da tut sich nichts. Da tut sich nichts. Okay. Gut, liebe Leute, aber da, das machen wir dann tatsächlich beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ja. Das war ja ein sehr trauriger Moment eben. Dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Leute, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und dann lasst die Glocke läuten. Ey, würde ich mich sehr freuen. Siehst gerne weiter den Kanal. Und dann, ja, wie ich sehe, weiter geht's, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und, ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss, tschüss.